Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute gibt es nur ein einziges Album in meiner Plattenvorstellung, weil ich der Meinung bin, das ist ein Album, das ein einzelnes Video verdient hat. Und es handelt sich um dieses Album. Leonard Cohen, You Want It Darker. Das ist ein Album aus dem Jahre 2016, welches leider erst jetzt bei mir richtig gelandet ist. Es kam dazu, weil mir dieses Album dieses Jahr dauernd über den Weg gelaufen ist. Quasi so als eine Art Zeichen. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Das war irgendwie überall. Fast auf jeder Messe in verschiedensten Räumen wurde das teilweise gespielt oder stand zumindest als Platte da. Bei vielen aus der Community in YouTube habe ich diese Platte irgendwo stehen sehen. Und so wurde ich irgendwie dieses Jahr darauf aufmerksam, obwohl es sie schon seit 2016 gibt. Letztes Jahr zum Beispiel auf den Messen habe ich diese Platte, zumindest müsste ich mich nicht daran zu erinnern, nirgends gesehen. Okay, und das, was ich damals so gehört hatte, fand ich ganz cool, habe mich aber nicht tiefer damit beschäftigt. Und jetzt die letzten Tage immer wieder mal irgendwo gesehen und gedacht, komm, jetzt guckst du mal und hab gesehen, preislich irgendwie 22, 23 € und find's musikalisch ganz gut und klanglich auf den Messen auch super anscheinend. Komm, bei dem Preis, vor allem heutzutage, bestellst du dir das Album. Und Leute, das ist der absolute Wahnsinn, wenn ihr mich fragt. Es handelt sich dabei um ein Meisterwerk. Es ist für mich einfach so. Aber zur Musik und zur Klangqualität sage ich gleich was. Erstmal noch Hintergrundinformationen zur Entstehung dieses Albums. Leider ist Leonard Cohen kurz darauf, nach diesem Album, nachdem er das aufgenommen hatte, verstorben. Der war schon länger schwer krank, also es war wahrscheinlich abzusehen. Und so hat sein Sohn quasi das heimische Wohnzimmer zu einem Studio umfunktioniert, weil er auch nicht mehr gut raus konnte. Und da wurde quasi der Gesang von ihm bei ihm zu Hause aufgenommen und das Ganze dann ins Studio geschickt, wo sein Sohn dann mit seinen Anweisungen von zu Hause aus auch, sagen wir mal, so ein bisschen die Band koordiniert hat und da so eins draus gemacht hat. Das ist natürlich eine spannende Geschichte und umso beeindruckender, was hier am Ende dabei rausgekommen ist. Also musikalisch ist das vorwiegend ruhig, sehr schwer. Also es ist ein schweres Album. Es sind, glaube ich, nur zwei Tracks drauf, die vom Tempo her und ja, vom Feeling her ein bisschen, freudig ist falsch gesagt, aber ein bisschen mehr nach vorne gehen. Alles andere ist doch sehr ruhig, schwer und nachdenklich. Und in Kombination mit seinem Gesang, mit seiner Stimme da drauf, das geht durch und durch. Also da gibt es auch keinen, ich höre mal einen Track hier auf Platte. Also da bist du, oder ich zumindest, im Sessel wie festgenagelt. Ja? Wenn das da losgeht, da ist auch kein schlechter Song drauf, wie ich finde. Das ist von vorne bis hinten, Seite A, Seite B, ein musikalisch absolut irres Ding. Brutal. Und klanglich genauso. Ja? Das Wohnzimmer in ein Studio umgebaut, natürlich war das auch professionell, was da gemacht wurde. Aber die Stimme, die schneidet dadurch, das ist so präsent, das kann man sich kaum vorstellen. Das ist einfach wunderbar gemacht. Auch die Band, die Instrumente sind gut, aber wirken hier oder sind definitiv hier der tragende Teppich für ihn und seine Stimme. Ja, ich will nicht sagen, dass die Instrumente, die der Musik schlecht klingen, dann klingt auch gut, aber es ist ganz klar für mich nur die Untermalung und Hervorhebung seiner Stimme und das ist absolut fantastisch und ich finde einfach, ich weiß, viele von euch haben die Platte schon, aber die, die es nicht kennen, deswegen wollte ich das Video machen, hört da unbedingt rein. Wenn ihr das nur ansatzweise ganz interessant findet, kauft euch die Platte und da werdet ihr schon merken, was dieses Ding kann. Es ist der absolute Wahnsinn. Und wie gesagt, bei, weiß nicht mehr, knapp 23 € aktuell ist das in der heutigen Zeit ja eigentlich schon ein Schnapper. Zeige euch noch mal kurz. Ja, ist ein dünnes bis mittelschweres, normales Cover. Nichts Besonderes. So sieht das von hinten aus. Ist okay. Ich würde fast sagen, jetzt wo ich weiß, wie knaller das ist, hätte ich gern 10 € mehr bezahlt und hier irgendwas richtig Aufwendiges
mit Gravur oder gestanzt oder hier irgendwie mit Goldschrift oder so. Also hätte ich richtig, das wäre es wert, also das Album hätte es verdient. Aber ich nehme es auch so, weil die Qualität ja stimmt, das ist die Hauptsache. Wären auch ein paar Fotos interessant gewesen noch. Ne? Aber ja, ich möchte euch auch das Vinyl zeigen. Wie gesagt, nicht nur klanglich, auch die Pressung, zumindest meine Version hier, sauber, so gut wie keine Nebengeräusche. Kerzen gerade. Also so macht doch Schallplatte im Jahr 2023 Spaß. Musikalisch top, klanglich top, Verarbeitung top, saubere Pressqualität. Ja, mega. Ja, ich hoffe, der ein oder andere kann mit dem Tipp noch was anfangen und kann das auch für sich entdecken. Ansonsten, ja, wie immer, schaut gerne noch ein paar alte Videos von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann.